Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über Spontanität reden. Oh, die ist laut, die Kirche, oder? Die Kirche ist sehr laut. Das heißt, die Kirchenglocke ist sehr laut, ja? Ui. Ich rede mal weiter und hoffentlich könnt ihr mich verstehen, obwohl die Kirche so laut ist. Ja, ich habe über Spontanität nachgedacht. Das ist echt ein bisschen laut. Geh, hör auf! Ich will mit meinen Deutschlernern reden. Na gut, ich gehe vielleicht ein bisschen woanders hin, wo man die Kirche nicht so laut hört. Meine Güte, ist die laut. Jetzt rede ich über ein ganz anderes Thema. Jetzt rede ich über die Kirchenglocke, statt über Spontanität zu reden. Aber ich beweise damit, dass ich spontan bin. Ja? Nein, also Spontanität. Ich habe ja einen sehr detaillierten Plan, ja, den ich euch auch einmal vorgestellt habe in einem anderen Video. Ja, so 6 Uhr. 45 aufstehen, lesen, Sport, Italienisch lernen, all sowas. Da habe ich einen sehr detaillierten Plan. Aber ich habe in letzter Zeit mitgekriegt, wie wichtig es für mich ist, auch spontan sein zu können. Ja? Und dieser Plan ist zwar gut, ist eine gute Idee, weil man damit seine Zeit besser planen kann. Also ich kann damit meine Zeit besser planen. Aber es hat auch Nachteile, ja. Es hat beides Vor- und Nachteile. Und ich versuche jetzt gerade so eine Balance finden zwischen Spontanität und Spontanität und Planung. Ja, und warum rede ich mit euch darüber? Nun, ich denke, es ist eine wichtige Frage und mich würde auch interessieren, wie ihr das macht, ja? Wie machst du das? Bist du eher spontan oder planst du viel? Ja? In welche Richtung tendierst du? Ja? Ich finde das, wie gesagt, sehr wichtig, da eine gute Balance zu finden. Und das hängt auch sehr von der Person ab. Ja? Manche Leute sind eher so, dass sie Spontanität brauchen. Ja? Und manche Leute sind so, dass sie Planung brauchen. Ja? Es kommt ganz drauf an. Manche sind so, manche sind so. Oh, jetzt habe ich die Sonne voll ins Gesicht. Ich hoffe, dieses Video war verständlich für euch, trotz der vielen Umgebungsgeräusche. Aber ich möchte diese Videos auch sehr natürlich gestalten. Ja? Ich möchte es auch sehr authentisch machen. Ja? Nicht ohne Grund heißt dieser Kanal Authentic German Learning. Und hier erlebt ihr sehr authentisch, wie die Umgebung ist. Ja? Und manche von euch haben mir auch gesagt, dass sie durch solche Ereignisse neue Vokabeln lernen. Ja? Wie zum Beispiel das eine Mal, als ein Hubschrauber aufgetaucht ist. Da habt ihr dann eine Gelegenheit gehabt, das Wort für Hubschrauber zu lernen. Ja, und jetzt habt ihr die Gelegenheit gehabt, auch wenn es vielleicht nervig war, habt ihr die Gelegenheit gehabt, das Wort Kirchenglocke zu lernen. Ja? Kirchenglocke. Ja? Und das waren meine Gedanken zu Spontanität und Planung. Und mich würde interessieren, wie spontan bist du?
Ja, und wie viel planst du? Ich bin gespannt auf deine Antwort und wir sehen uns morgen. Tschüss.